So, liebe Leute, transparente Emotes erstellen. Das erste, was wir machen, wir suchen uns erstmal ein Bild aus, dann gehen wir hier links hoch auf die Leiste und suchen uns den Schnellauswahlwerkzeug aus. Und zwar rechtsklick drauf und dann wählt ihr das aus. Und dann seht ihr, kann man schon loslegen. Hier oben könnt ihr dann noch die Größe ändern. Also je nachdem, wie groß ihr das Ganze markieren möchtet, also die Umrisse oder wie klein ihr es haben möchtet. Und wenn wir so weit sind mit der ganzen Markierung vom Gesicht, je nachdem, was man haben möchte, dann sieht das ab und zu manchmal zu viel markiert ausgewählt wird. Dann kann man einfach hier hoch und wählt das kleine Symbol mit dem Pinsel und Minus drauf aus. Dafür könnt ihr auch nochmal die Größe ändern, damit ihr das Ganze besser markieren könnt, also die Umrisse besser machen kann. Wenn wir das auch haben und uns alles schön markiert haben, gehen wir dann hier rechts auf unser Bild. Und je nachdem, bei dem einen ist das Schloss drauf, bei dem anderen nicht. Wenn ein Schloss drauf ist, geht ihr auf Schloss und klickt einfach nur drauf, damit ihr das Ganze weiterhin bearbeiten könnt. Dann geht ihr hin und drückt die Umschalttaste, Shift und I, also STRG, Shift, eins oben drüber mit dem Pfeil und dann I. So, liebe Leute, seht ihr, das ganze Bild dann markiert worden ist. Also diese gestrichelte Linie sind um das Bild herum auch. Wenn wir das haben, drücken wir die Entferntaste, also Löschen, Delete. Also Löschen auf allen Sprachen. Und ihr seht dann, das Ganze ist dann transparent geworden. Aber unser Bild ist noch markiert, also die Umrisse sind noch um unser Bild herum. Dann gehen wir hin und drücken nochmal die Umschalttaste, also STRG STRG und D. Nachdem wir die Umschalttaste und D gedrückt haben, seht ihr, dass die Umrisse verschwunden sind. Dann gehen wir jetzt hin auf die Leiste nochmal zurück und wählen mit Rechtsklick unser Radiergummi aus. Und zwar hier Rechtsklick Radiergummi Werkzeug. Dann könnt ihr nochmal hochgehen, die Größe ändern. Dann könnt ihr hier unten zum Beispiel die Umrandung, also ob die Umrandung weich sein soll oder hart sein soll. Ich nehme jetzt weich. Das Ganze ist dafür, damit wir die Ränder, die Kanten weicher machen können, feiner machen können und damit das Ganze schöner aussieht und nicht so irgendwie verpixelt oder abgehackt oder ja, einfach nur eklig aussieht. Ihr könnt dann noch, während ihr das macht, je nachdem, ob das Bild zu groß ist oder nicht, also wenn ihr zu wenig vom Bild seht, dann mit der Alt-Taste gedrückt und mit dem Scrollrad vom Maus zurück oder vorzoomen. Wenn wir das auch haben, liebe Leute, gehen wir nochmal links auf die Leiste und wählen uns die Freistellungswerkzeug aus. Ihr habt richtig gehört, die Freistellungswerkzeug. Wählt es euch aus, dann gehen wir hoch und wählen uns den Format 1 zu 1 aus, also Quadrat. Das ist sehr wichtig, damit wir das Ganze auch in Twitch hochladen können. So gehen wir dann hin und schneiden uns das Bild zurecht, also das passende Format 1 zu 1, schneiden wir dann so, dass das Bild in der Mitte liegt, also dass das Gesicht in der Mitte ist und die unwichtigen Stellen auch wegkommen. Und am besten, dass sehr viel vom Gesicht zu sehen ist, weil die Bilder, ihr wisst, in Twitch sind sehr recht klein und dass man halt mehr vom Bild sehen kann, wenn sie wirklich aufs Gesicht fokussiert sind. Das Ganze angepasst, Enter drücken. Dann könnt ihr mit der Umschalttaste und M, also STRG und M wie Mama, dann hier die Helligkeit bei diesem Graph, Sinuskurve, so in die Kollisionskurve auch einstellen. Danach, wenn ihr möchtet, könnt ihr oben auf Filter, dann hier auf Scharfzeichnungsfilter, dann hier rüber auf selektiver Scharfzeichner klicken. Dann könnt ihr die Schärfe, also die Stärke, wie kräftig oder wie scharf, wie unscharf das Ganze noch aussehen soll. Dann kommen wir zum letzten Schritt und zwar speichern wir das Ganze ab, damit das Ganze nicht verloren geht. Und zwar hier oben auf Datei, dann hier Speichern unter. Tippt irgendwas ein, was euch gefällt. Habt abgespeichert, okay. Dann gehen wir als nächstes hier oben auf Bild drauf. Das ist sehr wichtig jetzt. Und zwar hier auf Bild, dann hier auf Bildgröße. Es öffnet sich ein neues Fenster. Dann tippen wir hier bei Breite 112 ein und bei Höhe auch 112. Drücken dann auf OK. Alt-Taste und Scrollrad zurück. Gucken, ob das Ganze passt. Passt. Gehen dann hier hoch auf Datei. Könnt es nochmal speichern, wenn ihr möchtet. Oder wir exportieren es sofort. Exportieren es sofort. Also auf Exportieren als. Es erscheint ein neues Fenster. Dann nochmal hier bei Breite 112 eingeben. Und bei Höhe hier rechts auch nochmal 112 eingeben und dann auf Exportieren. Auf dem Desktop exportiert. Schauen wir uns nochmal kurz an. Okay, passt auch. Soweit, so gut. Dann gehen wir rüber auf Twitch, auf unser Profilbild, auf Creator Dashboard. Dann sehen wir hier links bei Zuschauerbelohnung unter Emotes klicken drauf und laden es dann dort hoch. Auf dem Plus-Button drauf. Dann seht ihr hier, könnt ihr das Ganze hochladen. Und zwar seht ihr hier unten drunter, in welcher Einheit das sein muss. 112 und 112. Dann geht ihr am besten hier hoch und wählt automatisch Größeänderung noch an
und zieht nur das eine Bild da rein und das macht ihr dann alles automatisch. Und das wär's dann, liebe Leute. Dann bedanke ich mich und würde sagen, Abflug.